Wichtigste Frage, schwierigste Frage, für mich die Frage des Lebens schlechthin: Was will ich? Und wir können jetzt zum Kölner Dom gehen und 1000 Menschen fragen, was wollen sie, privat oder beruflich vom Leben? Und das ist etwas, was die wenigsten Menschen dir beantworten können. Sie können dir sagen, was sie nicht wollen, aber die wenigsten können dir sagen, was sie wollen. Wer von euch würde für 25.000 Euro seine Haare komplett abrasieren? Wer würde das tun? Ja? Alle Haare weg, so richtig polierte Glatze. Dauert etwa 4 Monate, bis ein bisschen Gras nachgewachsen ist. Wer würde das tun? Ich sehe, einige Hände sind hochgegangen. Der Herr da in der ersten Reihe denkt, ich würde dafür wahrscheinlich sogar bezahlen. Zweite Frage, Faktor 10. Wer von euch würde für 250.000 Euro 4 Jahre lang auf Urlaub verzichten? Wenn alle anderen am Strand Pina Coladas schlürfen, bist du am Arbeiten. Ich sehe, einige Hände gehen hoch und einige denken sich, ja, wird eh überbewertet, dafür singe ich dann nach 4 Jahren ab in den Urlaub. Ja. Dritte Frage, letzte Frage, wieder Faktor 10. Wer von euch würde für 2,5 Millionen Euro 40 Jahre lang einen Job ausüben, in dem er keinen Sinn drin sieht, der ihn unglücklich oder sogar krank macht? Wer würde das tun? Aha. Ich sehe, es gehen nicht mehr so viele Hände hoch. Obwohl es genau das ist, was ich als Trainer und Speaker oft feststelle, wenn ich in Unternehmen arbeite, wenn ich Unternehmer coache, das ist das, was viele Menschen tun. Wir arbeiten etwa 40 Jahre in unserem Leben, verdienen dabei im Schnitt gemäß Statistik etwa 2,5 Millionen Euro. Wir hinterfragen das oft aber nicht. Warum? Weil wir werden über 40 Jahre in monatlichen Raten ausbezahlt. Ich hatte vor genau 2 Monaten hatte ich einen Motorradunfall. Alles gut, sonst würde ich nicht hier stehen, sondern meine Kawasaki. Das hat mir aber etwas nochmal aufgezeigt. Etwas, was ich immer schon gewusst habe, mein ganzes Leben lang. Aber mir wurde es nochmal klarer. Was sind die 2 wertvollsten Dinge im Leben? Erstens, es ist die Gesundheit. Indisches Sprichwort, der Gesunde, der hat viele Wünsche, der Kranke, der hat einen. Zweitwichtigstes ist die Zeit. Und für mich etwas vom Paradoxesten, das es überhaupt gibt. Wir Menschen erfinden immer mehr Dinge, die uns Zeit sparen sollen. Produkte wie zum Beispiel Online-Check-in, Web-Check-in, Homeoffice, Fertigprodukte. Dinge, die uns Zeit sparen sollen und trotzdem haben wir immer weniger Zeit. Was könnte das hier sein? Ruft rein. Was könnte das hier sein? Ruft rein. Schneebälle habe ich gehört. Sonst noch? Lüftungsgitter, das ist kreativ. Jemand hat mal gesagt, das sind Chinesen mit chinesischen Hüten von oben fotografiert. Das finde ich kreativ, ja? Wir könnten auch sagen, das ist euer Leben. Oder Geburtstagstorten, weil davon gibt es im Leben etwa 84 Stück. Bei uns in der Dachregion, wir werden etwa 83,9 Jahre alt, Deutschland, Österreich, Schweiz, überall etwa gleich. Wer ist um die 30 von euch? Dann sieht es etwa so aus. Die um die 50 sind, da sieht es so aus. Die kurz vor oder nach der Rente stehen, dann sieht es so aus. Und wenn wir uns das mal so bildlich anschauen, dann stellen wir was fest? So viele Kerzen gibt es gar nicht mehr da hinten, die wir ausblasen können. Und Udo Jürgens hatte eben nicht recht, wenn er gesagt hat, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Nein, dann ist es schon fast vorbei. Und alle Männer hier im Saal, ich muss euch leider enttäuschen, die letzte Reihe da, die könnt ihr streichen. Weil wir werden im Schnitt 4,7 Jahre weniger alt wie die Frauen. Um wirklich erfolgreich zu sein, muss man nicht gegen die anderen, sondern gegen sich selbst ankämpfen, antreten. Und ich habe euch 3 Fragen mitgebracht für die persönliche Bedarfsanalyse, die uns helfen sollen, nicht nur im Verkaufsgespräch herausfinden, was der Kunde möchte, sondern für uns selbst, weil das hat uns niemand gezeigt. Und wenn ich mit Menschen spreche in Unternehmen, auch mit Jugendlichen, mit Teenagern, die kommen aus der Schule raus oft, sie wissen zwar, wie man Quadratwurzeln zieht, aber sie haben keine Ahnung,
wohin es gehen könnte. Und das sind vermeintlich drei einfache Fragen, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Erste Frage, die wir uns immer wieder stellen sollen, ist, was mache ich gerne? Und das habt ihr alle mal gewusst, als ihr klein wart. Je älter wir werden, desto mehr tendieren wir dazu, diese Dinge zu vergessen. Das kann zum Beispiel sein, kreativ sein, Dinge anschreiben, Dinge schön anschreiben, mit Menschen kommunizieren, Witze erzählen, Dinge organisieren. Muss man mal aufschreiben. Was von eurer Tätigkeit tut ihr wirklich gerne? Und jetzt, man kann nie alles gerne machen, aber die Frage ist, wie viel davon, von dem, was ihr tut, tut ihr wirklich gerne? Zweite Frage, was kann ich gut? Und jetzt aufgepasst, viele Menschen verwechseln das. Erste Frage, was mache ich gerne? Und zweite Frage, was kann ich gut? Sie denken, das, was sie gerne machen, das können sie auch gut. Das ist oft der Fall, muss aber nicht sein. Kleines Beispiel, ich singe gerne, aber ich singe nicht gut. Und da gibt es Menschen, die melden sich bei Castingshows an, sie denken, sie gewinnen das Ding, aber sie bekommen viermal voll auf die Kanne. Aber sie denken, ich singe ja gerne. Umgekehrt, es gibt Menschen, die tun oder die können Dinge gut, aber die machen sie nicht gerne. Gibt es auch. Ja? Meine älteste Tochter spielt unheimlich gut Klavier, aber sie macht es leider nicht so gerne. Das ist dann die Gattung der Talentverschwender. Dritte Frage, wichtigste Frage, schwierigste Frage, für mich die Frage des Lebens schlechthin, was will ich? Und wir können jetzt zum Kölner Dom gehen und 1000 Menschen fragen, was wollen sie, privat oder beruflich vom Leben? Und das ist etwas, was die wenigsten Menschen dir beantworten können. Sie können dir sagen, was sie nicht wollen, aber die wenigsten können dir sagen, was sie wollen. Für den einen bedeutet Erfolg eine Panerai oder eine Rolex oder ein Audi in der Garage, der andere möchte jedoch nach Hause gehen können mit seinen Kids Mittagessen oder im Büro duschen. Das muss man aber mal aufschreiben. Und wenn wir uns das so vorstellen, was mache ich gerne, was kann ich gut, was will ich, mit drei Kreisen, dann haben wir irgendwo eine Schnittmenge. Und die Schnittmenge, das müssen wir herausfinden. Da gibt es verschiedene Namen dafür. Die einen sagen, das ist mein Fixstern. Die anderen sagen, das ist die Personal Value Proposition, mein Core Value, meine Wertezentrale, the overarching purpose, das Eigentliche habe ich auch schon gehört. Die Amis würden sagen, same shit, different smell. Wenn wir das herausgefunden haben, wenn das zum Beispiel ist, Menschen helfen, dann können wir was sein? Wir könnten zum Beispiel Nachhilfelehrer sein, wir können aber auch Arzt sein zum Beispiel. Wenn da drin steht, Menschen inspirieren, da können wir auf der Bühne stehen, wir können auch Zauberer sein. Und wenn wir das herausgefunden haben, die Schnittmenge, dann geht's los. Und zwar kommen dann was? Da kommen die Probleme. Da gibt es ganz viele Gründe, Glaubenssätze zum Beispiel, Gründe von einem selbst oder von außen geprägt, die uns zeigen, worum es eben nicht geht. Und der erste wichtigste Schritt bei Problemen ist zu erkennen, was? Das Problem hat immer was mit wem zu tun? Mit wem? Mit mir, richtig. Also nicht mit mir, sondern mit euch, mit dir selbst. Problem kommt vom griechischen Proballein. Du bekommst einen Ball zugeworfen. Wir nutzen es in unserer modernen Sprache eher als negatives Wort. Ja, pro bedeutet ja für, sonst würde es ja Kontrablem heißen. Beispiel, du hast ein Problem mit deinem Lohn. Es gibt Menschen in deinem Unternehmen, die finden, ja, also so schlecht finde ich das gar nicht. Du findest, du hast zu wenig Ferien, es gibt Leute, die sagen, also ich komme damit klar. Also es ist dein Problem. Ja? Erster Schritt, das zu erkennen. Dann gibt es vier Möglichkeiten. Variante Nummer eins, wir akzeptieren es. Akzeptieren bedeutet nicht aufgeben. Viele Menschen verwechseln das. Akzeptieren bedeutet annehmen, es ist danach kein Problem mehr. Wir haken es ab, wir sagen Ja dazu. Beispiel, wenn du im Verkauf arbeitest, dann musst du wahrscheinlich akzeptieren, dass du an Zielen und Umsatz gemessen wirst. Sonst gibt es noch andere tolle Berufe wie Poolboy, Landschaftsgärtner oder Bibliothekar, aber nicht Verkauf. Ja? Wenn du Bäcker bist, dann musst du dich besser daran gewöhnen, dass du verdammt früh aufstehen musst. Das musst du akzeptieren. Wenn du in der Schweiz lebst, musst du akzeptieren, der Winter ist lang und er ist kalt. Ja. Variante Nummer zwei, nicht akzeptieren, aber damit leben. Der Unterschied, hier steht das Nein im Vordergrund. Wir können es nicht akzeptieren, wir leben einfach damit. Früher habe ich immer gedacht, das kann man nicht lange machen, weil der Energieverbrauch, der ist zu groß. Heute weiß ich,
Der Mensch ist ein sehr widerstandsfähiges Wesen. Ja. Das können wir 40 Jahre lang machen, todunglücklich im Job, in der Beziehung, you name it, we love it. Wir leben einfach damit. Und wenn ich mit Unternehmern spreche, ich treffe immer wieder Menschen, die leben einfach damit, dass die DSGVO-Verordnung in Kraft getreten ist. Sie können es immer noch nicht akzeptieren. Sie gehen jeden Tag dran kaputt. Variante Nummer 3, mein Favorit. Wir müssen eine Lösung finden. Manchmal müssen wir einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal versuchen, eine Lösung zu finden. Und wir können es immer noch nicht akzeptieren. Wir möchten auch nicht damit leben. Wir haben versucht, eine Lösung zu finden. Einmal, zweimal, hundertmal von mir aus. Dann gibt es immer noch Variante Nummer 4. Und das ist Adios, Amigos. Du sagst, liebe Kollegen, lieber Chef, ihr könnt mich mal. Das ist aber erst die letzte Möglichkeit. Die allerletzte Instanz, ja? Beispiel. Dich stört im Unternehmen, dass ihr keine Fahrzeuge bekommt. Hast du 4 Möglichkeiten. Dich stört, dass der Chef nicht gut führt. Hast du 4 Möglichkeiten. Das Produkt ist nicht gut, wir sind zu billig, die Kunden wollen rot. Es gibt immer 4 Möglichkeiten. Ich habe ein Kollegenpaar, die haben letztens darüber gesprochen. Vieles funktioniert gut, die sind seit 15 Jahren zusammen, alles harmoniert, etwas ist nicht mehr so oft. Wisst ihr was, die 3 Buchstaben, rein, raus, Mickey Maus, ist nicht mehr so oft wie am Anfang. Und das war eine Riesendiskussion und irgendwann habe ich gesagt, hey, ihr habt 4 Möglichkeiten. Ja? Ich habe vor kurzem einen Vortrag halten dürfen an einem Startup-Forum in der Schweiz. Ja? Nach meinem Vortrag kommen 3 Unternehmer zu mir. Und die haben mich ausgequetscht zum Thema Verkauf. Ich habe dann mit ihnen ein bisschen gesprochen und dann habe ich gemerkt, die sind in der Gründung, sind in der Startphase. Und für mich, wenn ich mich zurückerinnere an meine Phase, war das immer eine sehr tolle Zeit, die Gründungsphase. Ich habe dann denen 2 Minuten zugehört und der eine klagt über Dinge, die noch nicht funktionieren, das Produkt, das noch nicht gut ist, das Logo, das noch nicht schön ist, die Logistik, die noch nicht funktioniert, warum das Asien schwierig sein könnte. Ich habe dann die 3 Jungs angeschaut und gesagt, ich habe euch jetzt einen Satz und ich möchte, dass ihr diesen Satz mit dem ersten Wort, das euch in den Sinn kommt, vervollständigt. Das mache ich jetzt gerne mit euch, liebes Publikum hier in Köln. Ich sage diesen Satz, ihr kennt diesen Satz vielleicht bereits schon, er ist von der von mir sehr hoch geschätzten Vera Birkenbiel, die leider nicht mehr unter uns ist. Seid ihr bereit? Ruft diesen Satz, das erste Wort, das euch in den Sinn kommt, laut raus, so laut ihr könnt. Seid ihr bereit? Der Satz lautet, die Welt ist voller. Ich habe die 3 angeschaut. Der erste sagt voller Ungerechtigkeit, der zweite sagt voller Neider und der dritte sagt voller Idioten. Dann habe ich gesagt, Jungs, ganz ehrlich, wenn nicht mindestens einer von euch 3 seinen Mindset, seine Einstellung ändert, dann wird das nichts mit dem Business. Weil da gibt es Menschen, die sagen voller Chancen, voller Hoffnung, voller bunter Schmetterlinge. Dann habe ich sie gefragt, ganz ehrlich, warum wollt ihr überhaupt Unternehmer sein? Und er sagt, ja, damit kann man Geld verdienen. Wir haben eine Marktanalyse gemacht. Dann habe ich gesagt, Geld verdienen ist toll, ich bin Verkaufstrainer, na klar. Was gibt es sonst noch für Gründe? Und dann war ruhig. Dann habe ich gesagt, wenn Geld der einzige Grund ist, warum ihr arbeiten geht, dann gibt es 1000 andere Menschen, die werden erfolgreicher sein wie ihr. Und ihr wisst jetzt selbst, was ihr geantwortet habt. Die Frage ist, seid ihr Chancen- oder Gefahrendenker, wie ist euer Mindset? Müsst ihr euch Folgendes vorstellen, wir Menschen stehen oft in der Mitte und wir haben links und rechts Holz auf den Armen. Und viele Menschen intuitiv gehen zu einem Feuer. Es gibt 2 Feuer, das Problemfeuer und das Lösungsfeuer. Viele Menschen intuitiv, ohne dass sie es merken, gehen zu welchem der 2 Feuer, Problem oder Lösungsfeuer, was denkt ihr? Ohne dass sie es merken, gehen sie zum Problemfeuer. Ich habe einen Kollegen, der jammert mir seit 10 Jahren ins Ohr, obwohl er habe keinen Urlaub mehr gemacht. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, warte mal kurz, 1, 2, das waren meine 2 Sekunden Mitleid für dich. Mehr habe ich nicht, weil das Problem hast du vor 10 Jahren schon erkannt, aber du machst Strategie 2, du lebst einfach damit. Ja? Ich war vor kurzem in Tansania, Sommerferien, Safari gemacht und da habe ich Erstaunliches beobachtet.
Und zwar gibt es da so einen Teich und da sitzen verschiedene Tiere rundherum. Gazellen, habe ich beobachtet, die trinken zusammen Wasser an diesem Teich mit Zebras zum Beispiel. Ja? Und jetzt in der Serengeti-Wüste ist es heiß, ja? Die Sonne trocknet aus, irgendwann wird aus diesem Teich ein kleiner Tümpel, dann ist irgendwann eine Pfütze und irgendwann ist auch die Pfütze nicht mehr da, wir haben dann eine ausgetrocknete Erde. Was tun jetzt die Tiere? Was tun die Tiere? Ruft rein, was machen Tiere? Richtig, sie erkennen das Problem, Fokus, Lösung. Tiere können 5 Jahre lang jeden Tag an diesem Teich Wasser getrunken haben und Pflänzchen geknabbert haben. Der Teich ist ausgetrocknet, 24 Stunden später sind die Zebras nicht mehr da. Was tut der Mensch, wenn er an diesem Teich sitzt? Der sagt Dinge wie, komm, wir machen mal ein Meeting. Ihr zwei da, macht mal Post-it-Zettelchen, versucht mal kreative Lösungen zu finden. Versucht mal, warum ist der Teich ausgetrocknet? Vielleicht müssen wir mal ein bisschen schaufeln. Warum ist die Sonne so heiß? Sie hocken 3 Wochen später immer noch um diesen Teich und grübeln, warum? Warum? Dass das Wasser nicht mehr da ist. Und sie haben so viel Holz ins Problemfeuer geschmissen, dass sie nicht mehr Raum und Zeit im Kopf haben für die Lösung. Und für die Skeptiker, Kritiker unter euch, die denken sich jetzt vielleicht, ja, so einfach ist es ja nicht. Die sich mit der kognitiven Revolution befasst haben, vielleicht Harari gelesen haben, eine kurze Geschichte der Menschheit, die denken vielleicht, ja, warum sitzen denn hier nicht Löwen, Zebras und Gazellen? Warum steht denn hier nicht ein Elefant auf der Bühne zum Beispiel? Warum beherrscht denn der Mensch den Planeten? Genau das ist es ja, was den Menschen ausmacht, weil er eben freiwillig oder selbst Entscheidungen treffen kann. Vielleicht macht es ja Sinn, dass wir da ein bisschen schaufeln und nicht einfach weiterziehen. Und die Fähigkeit, Entscheidungen selbst zu treffen, ist immer ein zweiseitiges Schwert. Was früher ein vermeintlicher Vorteil war, dass wir selbst Entscheidungen treffen können, ist heute auch ein vermeintlicher Nachteil, weil das Spielfeld, die Spielregeln haben sich geändert. Wo Tiere instinktiv entscheiden, haben wir die Fähigkeit, Dinge zu bereuen, indem wir Entscheidungen treffen. Und das Leben verstehen wir immer nur rückwärts. Hat Steve Jobs bereits gesagt, connecting with the dots kann man immer erst im Nachhinein. Zu mir hat mal eine Brasilianerin gesagt, ihr Schweizer, ihr habt die Uhren, aber was ihr nicht habt, ist die Zeit. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Mut, die 3 Fragen zu beantworten, dass ihr euch nicht fühlt, wie ich viele Menschen da draußen antreffe, wie der Löwe in der Antarktis oder der Eisbär in der Serengeti-Wüste. Beides wundervolle Tiere, beide haben wunderschöne Stärken, aber sind einfach am falschen Platz. Beantwortet folgende Fragen, sind nicht einfach, vermeintlich einfach. Was mache ich gerne? Was kann ich wirklich gut? Vielleicht müsst ihr auch mal andere Menschen fragen, was ihr gut könnt und was will ich? Und falls ihr heute Abend nach Hause geht und euer Schatzi kommt zu euch und er euch oder sie euch volllabert mit seinen Problemen, die ihr heute erlebt habt, schaut ihm tief in die Augen mit eurem Pokerface und sagt, Liebling, du hast 4 Möglichkeiten. Vielen Dank. Daniel Enz.